Moin und willkommen bei Resident Evil. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen in den Uhrturm. Wir brauchen die zweite Platine und können offensichtlich nur hier durch die Bibliothek und da ist das Loch. Da kommen wir nicht rüber. Uns fehlt noch irgendein Teil, womit wir den Wagenheber bedienen können. Das heißt, wir müssen irgendwelche Sachen durchsuchen, die wir bis jetzt noch nicht durchsucht haben, um irgendwas zu finden, womit wir diesen Wagenheber irgendwie in Gang kriegen. Also ich stelle mir das jedenfalls so vor, in die Wäschekammer könnten wir nochmal. Ich stelle mir das jedenfalls so vor, dass man mit dem Wagenheber, also wenn man den irgendwie bewegen kann, dass man dieses eine Regal dann wieder so hinstellen kann, dass es geschoben werden kann. Und wenn man die alle zwei oder drei verschieben kann, dann kann man auch die Lücke in der Brücke in der Bibliothek überbrücken und drüber laufen und dann in diese Tür kommen. Gut, was fehlt uns noch? Wo gehen wir jetzt hoch? Gehen wir überhaupt hoch? Ich gucke gerade mal die Feuerleiter an. Das sind eigentlich alles, also bis auf diese Wäschekammer haben wir eigentlich alles mehr oder weniger angeguckt. Und im ersten Stock ist, glaube ich, auch noch, da war auch noch so ein Zimmer, ne? Jedenfalls fehlte uns früher der Schlüssel zur Wäschekammer und den haben wir jetzt. Da könnten wir jetzt rein. Okay, und ich höre den Tyrann. Wir müssen los. Wo ist der denn? Da oben. Mal gucken, wo der jetzt lang geht. Der geht Richtung Bibliothek. Sieht mich aber nicht. Jetzt bleibt er stehen und kehrt um. Alles klar. Also an dem müssen wir jetzt irgendwie mal vorbeikommen. So ein bisschen doof ist er aber auch, ne? So, oh ne, hier sind die Viecher auch alle wieder aufgewacht. Oh ja, oh. Nee, ich habe keine Kugeln mehr. Toll, vielen Dank, liebes Spiel, für diesen Ausblick auf irgendeine Schrankkante. Ja, fünf Kugeln noch. Oh, und da ist er wieder. Also der Typ macht mich wahnsinnig. Mal gucken, ob wir den jetzt abhängen können. Jedenfalls nicht, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Ja, ich glaube, hier sind wir gar nicht mal so falsch. Wir laufen jetzt einfach mal eine Runde um Block sozusagen und versuchen, den so ein bisschen loszuwerden. So, und jetzt gehen wir Richtung Wäschekammer. Wenn ich hier durchkomme, dann ist die Wäschekammer am anderen Ende dieses Ganges, ne? Da muss ich weiter geradeaus. Hier. Nee, das war falsch. Aber wir sind jetzt hier. Ich glaube, wir können jetzt den Dongle mal benutzen. Genau, wir stecken mal den Dongle jetzt hier in den Computer und gucken mal, was wir Schönes aus dieser, ja, Waffenkammer oder was das auch immer ist, kriegen. Das ist doch mal eine gute Idee. Ich hoffe nur, der Tyrann kommt jetzt hier nicht rein. Danke. Okay. In Anbetracht der wenigen Kugeln, die uns für die Pistole noch bleiben, finde ich das mal eine gute Maßnahme,
Allerdings wird das gegen den Tyrant auch nicht ewig hilfreich sein. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Europa ist fantastisch. Überlass die Bräute ruhig mir. Richte Claire bitte aus, dass es mir gut geht. Naja. Das hört sich nicht nach Chris an. So, hier lag noch irgendwo irgendwas rum. Das hatten wir eingesammelt. Schade eigentlich. Wir könnten jetzt Heilung ganz gut gebrauchen. Hier, da. Den Dongel muss ich noch rausnehmen und ich nehme das andere Dings natürlich auch noch mit. Was war das? Eine Blendgranate oder so, ne? Wer weiß, ob wir den nicht nochmal brauchen. So, jetzt muss ich hier irgendwie heil rauskommen. Und ich möchte in die Wäschekammer. Also raus. Links rum. Ah, das ist noch so ein kleiner Taschentresor. Den kriegen wir aber gerade noch mit. Ja, das machen wir aber jetzt nicht, das machen wir später. Mir ist dieser Tyrant auf den Fersen und wir haben ja auch noch die zweite Platine zu suchen. Das ist mir jetzt echt wichtiger. Das können wir später machen. Und jetzt überlege ich gerade, versuche ich jetzt nochmal abzuspeichern? Oder gehe ich jetzt ein Stockwerk tiefer und schaue mir nochmal den Raum an, den wir auch noch nicht kennen? Falsche Richtung, Claire. Orientierungssinn wie eine Blindschleiche. Und ich hätte wahnsinnig gerne was zum Heilen. Claire quält sich. Komm, stell dich nicht so an, Trula. Also. Der kommt rein da. Das kommt da auch rein. Das habe ich übersehen. Das können wir kombinieren. Das ist gut. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Munition. Haben wir sonst noch was? Die MP-Munition könnte ich natürlich noch mitnehmen. Ja, so. Okay, ich mach mal gleich eine kurze Pause, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich ja noch oder möchte gerne in diesen Aktenraum. Da kommen wir aber nur rein. Durch das Büro. Und da ist aber auch der Tresor, den wir noch knacken wollen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und gegenüber ist dann da die Tür. Und dann können wir den Herzschlüssel benutzen. So machen wir das. Auf wie geht's?
Ja, genau. Das passt. Jetzt muss ich bloß erstmal diesen Wisch wieder finden, wo die Kombination drauf stand. Die habe ich mir so natürlich nicht gemerkt. Wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Wie hieß denn das? Ja. Neun, fünfzehn, sieben. Kriegen wir hin, glaube ich, ne? Neun, fünfzehn, sieben. Neun. Fünfzehn und sieben. Hey, sehr, sehr cool. Zwei Plätze mehr haben wir jetzt. Das ist sehr gut. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Okay, also jetzt raus aus der Tür, links wieder rein und dann nochmal links durch die Herztür. Ich kann ja nur hoffen, dass der mir jetzt nicht hinterherkommt. Sieht gut aus. Ja. Na, das wird jetzt aber auch echt mal Zeit. Super. Okay, das haben wir erstmal erledigt. Die nehme ich sehr gerne auch noch mit. Mal gucken, was wir hier sonst noch so finden. Ansonsten bin ich jetzt heiß drauf, in die Bibliothek zu kommen, damit wir die Bücherregale mal so verschieben können, dass wir endlich über diese dämliche Lücke... Ah, oh nee. Ach du Scheiße. Jetzt steht er genau in der Tür, wo ich raus muss. Ach du... Oh mein Gott. Da komme ich doch jetzt nicht dran vorbei. Die Alte stirbt doch jetzt schon. Augen zu und durch nach vorne oder Augen zu und einfach weglaufen. Ich könnte noch nach hinten ausweichen. Ich versuch's mal radikal, so bin ich. Einmal nach vorne durch, oder? Oh, ich trau mich gar nicht los jetzt. Das war eine scheiß Idee. Oh, Claire hackt am Tisch fest. Hilfe, nein. Oh mein Gott. Ach du. Oh, los, humpel, was das Zeug hält. Jetzt aber zackig. Oh, ich dreh ab, ey. Und ich höre ihn schon wieder kommen. So, jetzt ran an die Kiste. Der kann weg. Der Schlüssel oben kann auch weg. Das nehme ich schon mal mit. Und dann speichern wir, glaube ich, am besten nochmal. Und dann geht's los jetzt, ne? Also in die Bibliothek, ein Stockwerk höher. Hier haben wir nichts mehr verloren, jetzt jedenfalls nichts Wesentliches. Hier gibt es bestimmt noch Dinge, ich sehe schon, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt in die Bibliothek und den Wagenheber irgendwie in Gang bringen und die Regale verschieben. So, Prioritäten sind gesetzt, Claire... Lauf.
Wer hat diesen Mutanten eigentlich eingeladen? Was ist das überhaupt für einer? Warum springt er da rum? Was soll das? Stellt zu viele Fragen? Nö, ne? Nö. Ha. Perfekt. So wollten wir das haben. Und jetzt alles nach rechts. Oh, und er kommt an. Ich glaube, muss ich jetzt eine extra Runde drehen? Ich gucke mich gar nicht um. Ich mache einfach los. So, jetzt aber zack, zack. Schön hoch. Hier ist wieder dunkel. Das heißt, hier sind Gesellen. Und da kommt noch einer. Und der Tyrann von hinten. Oh mein Gott. Gott sei Dank habe ich die Knarre gekriegt hier. Das Doofe ist nur, die Muni geht natürlich auch schnell alle, ne? Bei so einem Ding. Oh, und hier. Was Schönes zum Heilen. Perfekt. Jetzt wird es wieder besser. Jetzt fängt es wieder an zu laufen. Immerhin sind wir jetzt gelb und nicht mehr rot. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, und jetzt ab in den Uhrenturm. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, ich habe eine Tür übersehen. Wo ist die denn gewesen? Ach da, ja, ich war fasziniert von der Pflanze. Reparaturplan. So, da fehlt ja wohl ein Zahnrad, ne? Sieht so aus. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Das ist suboptimal. Was haben wir hier oben? Ah ja, das ist an der Glocke da das zweite Platinensplitterchen. Kleines Zahnrad, das passt dann unten. Gott, hoffentlich laufe ich dem Viech jetzt nicht wieder in die Arme. Wer hat sich das denn ausgedacht? Kommt er hier nicht rein? Die Schritte sind weg. Ah ja, das sieht gut aus. Das läuft. So, und nun? Jo, passiert aber nichts, ne? Komm da nicht ran. Habe ich was übersehen? Irgendwas fehlt doch hier noch. Hier übersehen. Also mit dem Ding kann ich nichts machen. Das ist das, was ich nachher haben will. Ach so, alles klar. Ich glaube, da muss dann jetzt das rein, ne? Perfekt.
geklappt. Ja, dann packen wir da jetzt das Gedöns auch noch mal aus hier. Und dann sind wir eigentlich schon... Ja, dann können wir eigentlich wieder zu dieser Schalltafel, die die Tür öffnet, zur Karte vom Parkhaus, ne? Läuft, falls wir da jemals hinkommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal packen wir das jetzt hier aus und jetzt müssen wir hier wieder rauskommen. So, da ist jetzt noch so ein komischer Gang. Springt mir da jetzt was entgegen? Wehe. Schießpulver groß. Hatten wir auch noch nicht. Jo. Ist in Ordnung. Fehlt mir aber wahrscheinlich das Gegenstück zu, um das zu kombinieren und zu Munition zu machen. Ein Mr. Raccoon steht hier auch noch rum und sonst sehe ich hier gar nichts. Ja, ich würde sagen, nachdem das so schön geklappt hat, allerdings haarscharf und kurz davor daneben zu gehen, würde ich jetzt gerne abspeichern. Und dann würde ich gerne in der nächsten Folge versuchen, die Platinen da einzusetzen. Jetzt müssen wir allerdings erstmal wieder heil zurückkommen. Und irgendwie habe ich gerade unten den Ausweg nicht gesehen. Hier oben geht's ja wohl nicht raus. Oder habe ich was übersehen? Nö. Nö, also runter. Dass ich mich aber auch überall verlaufen muss, warum ist denn das immer so? So, hier unten und dann links rum und dann nochmal links und dann war das da doch. Sag ich doch, hinter mir. Oh, da geht's nicht durch. Hä? Ich schnall gerade irgendwas nicht. Also ich meine, das ist doch bloß dieser Gang hier. Hier habe ich nichts übersehen, ne? Irgendein Fenster, irgendwas? Auf ewig im Uhrenturm eingesperrt. Fristete sie ihr karges Dasein. Nichts zu essen, nichts zu trinken. So, komm jetzt, also, das ist doch da gerade raus, gerade durch, aber ich kam da eben nicht durch. Bin ich jetzt irgendwie... Was zur Hölle habe ich übersehen? Da gerade durch komme ich doch nicht. Oh, ich Trottel, alles klar. Schon gut, wir wollen mal nicht drüber reden. Ich möchte darüber nicht sprechen. Oh, nee, du hast mir gerade noch gefehlt. Der fällt gleich erstmal auseinander. Oh, ich höre den Dicken da schon wieder. Ich will nur einmal ganz flockig abspeichern, dann wäre ich echt zufrieden für heute. Wir haben eigentlich eine Menge geschafft. Das ist die Tür. Okay. Lagerraum Ost. Naja, wir müssen halt die Treppen wieder runter. So sieht's aus.
Jo, sehr schön. Okay, wir speichern und dann haben wir echt viel geschafft heute. In der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich schaffen, die Platinen einzusetzen und das Parkhaus zu öffnen. Ich freue mich schon, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr bleibt mit dabei, wenn Claire durch die Gegend stolpert. In diesem Sinne, bis dann und tschüss!